Thomas Löffler. Mein Name ist Herbert Bayer. Ich unterrichte Klarinette an der Musikschule in Göttingen. Ich unterrichte hier an der Musikschule Klarinette. Die Klarinette ist ein Blasinstrument. Und wie wir hier sehen, besteht die Klarinette aus einem Körper mit Tonlöchern und Klappen. Das Dunkle hier, das ist Holz. Und das Helle hier, das ist Metall. Ganz wichtig ist aber hier das Mundstück. Wir haben hier ein Holzblättchen, das sehr fein geschliffen wird. Das nimmt man mit dem Mundstück in den Mund und wenn man hier Luft durchbläst, dann entsteht ein Ton. Es gibt ganz tiefe Töne. Es gibt ganz hohe Töne. In der Tiefe, hell in der Höhe. Man kann ganz unterschiedliche Musiken und Musikstile damit spielen. Popmusik. Es gibt Blasorchester. Du kannst in kleinen Ensembles spielen, also in kleinen Gruppen mit 2, 3, 4, 5 Leuten. Es gibt Sinfonieorchester, man kann Kammermusik damit machen. Anfangen können wir mit dem Instrument ungefähr mit 6 oder 7 Jahren. Das ist eine relativ große Klarinette hier, die man spielt, wenn man so in der 5., 6. Klasse ist. Es gibt auch Instrumente für kleine Hände, also wenn wir mit 5-jährigen Kindern arbeiten. Die sind dann einfach ein bisschen anders hier gebaut und es ist ja alles ein bisschen enger zusammen. Und was mir besonders an der Klarinette gefällt, ist, dass die Klarinette ganz tief klingen kann, ganz weich, aber auch hoch und lustig. Dass die Klarinette ein Instrument ist, das ungeheuer vielseitig ist. Wir können unglaublich viel verschiedene Musik drauf machen und in sehr extremen Ausprägungen. Die Klarinette kann sehr leise spielen, fast unhörbar leise spielen und sie kann auch unglaublich stark sein. Für mich das ideale Instrument, um musikalisch einzusteigen und viele schöne Erfahrungen zu machen.